Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balkrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, geschwollenen Arm. Es ist ein Stau von Lymphflüssigkeit und man sagt dem Lymphödem. Und über das reden wir in der heutigen Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Bei Krebs wandern Krebszellen häufig in die Lymphknoten. Und darum müssen die Lymphknoten häufig entfernt werden. Nur das kann Folgen haben. Zum Beispiel einen geschwollenen Arm. Mit möglichst viel Lauftraining versucht Claudia Vogt, ihr schweres Lymphödem am rechten Arm unter Kontrolle zu halten. Als ihr vor rund 10 Jahren nach einer Brustkrebsoperation und anschließender Bestrahlung auch noch ein Lymphödem diagnostiziert wurde, war sie am Boden zerstört. Ich weiß es noch wie heute. Ich bin raus vom Unispital und hab brüllt wie ein kleines Kind. Ich bin in dem Tram drin gesessen und hab brüllt und hab gedacht, ja nein, jetzt auch noch der Arm. Jetzt habe ich so viel hinter mir, weil ich habe wirklich unten durch müssen. Und der Arm war so dick, ich sag's Ihnen, ich habe das Gefühl, Gott wirklich ist verplatzt in dem Moment. Bis zu einem Fünftel der Frauen, denen bei der Brustkrebsoperation die Lymphknoten entfernt wurden, müssen mit dem Auftreten eines Lymphödems am Arm rechnen. Da beim medizinischen Eingriff oft Lymphbahnen unterbrochen oder zerstört werden, kommt es zu einer Ansammlung von Lymphwasser im Gewebe, das nicht mehr weiterfließen kann und zu starken, schmerzhaften Schwellungen führt. Da ist dann das eigentlich im Herbst angegangen und wo man gesagt hat, jetzt muss etwas geschehen, jetzt müssen wir da Lymphdrainage machen. Für mich ist das wohltuend, weil der Lymphfluss wird im ganzen Körper angeregt durch die Lymphdrainage. Und hinterher tun sie es bandagieren. Und das ist, finde ich, nicht unangenehm. Man ist halt eingeschränkt, man kann nichts machen, das ist klar, weil das dick bandagiert ist, Fingern und alles. Aber das ist nicht unangenehm. Und es hilft einfach wirklich sehr, sehr gut, dass das rausgeht von dem Arm. Er ist hinterher wirklich erheblich dünner. Obwohl der Druckverband im Alltag stört, macht Claudia Vogt ihre Hausarbeiten weiterhin selbst. Stundenlang Fenster putzen geht nicht mehr, weil da wird er wahnsinnig dick. Und in der Arbeit, wenn ich natürlich ja, über Anspruch mit gewissen Arbeiten auch, dann tut er mir einfach wirklich weh und dann wirklich bis auf, bis unter die Achsel hinein. Schmerzlindernd wirkt sich viel Bewegung im Freien und im Wasser aus. Das ist jetzt zum Beispiel eine Bewegung, die gut ist, weil ich ja mit den Armen hin und her mache, mit den Stöcken. Oder schwimmen ist auch sehr gut. Schlecht ist einfach, wenn der Arm immer runterhängt, weil dann läuft es natürlich in den Arm. Aber Nordic Walking und Schwimmen, finde ich, ist das Allerbeste. Ich gehe alle halbe Jahre. Also eine Tour machen mit 7, 8, 9 Lymphdrainagen. Tag und Nacht bandagieren und dann wieder ein neuer Strumpf. Und mit dem fahre ich jetzt über Jahre sehr gut. Bei mir sind Claudia Vogt und Frau Dr. Daniela Reuter. Frau Reuter, was ist denn eigentlich ein Lymphödem und wieso gibt es das? Also ein Lymphödem ist eine Anstauung von Lymphflüssigkeit im Gewebe, die nicht abtransportiert werden kann. Mhm. Und wieso passiert das? Das Lymphgefäßsystem ist gestört. Sei es, dass es primär fehlerhaft angelegt ist, zu wenig vorhanden ist, nicht richtig funktioniert. Oder aber es ist beschädigt worden durch eine Operation, eine Bestrahlung oder eine andere Erkrankung. Also quasi, das wäre der Fall von Ihnen nach Brustkrebs und die Entfernung der Lymphknoten. Ist der Arm jetzt gleich dick wie der andere oder, gleich, oder ist er immer noch viel dicker? Nein, der ist immer noch viel dicker. Ja. Und Schmerzen, wie sind die? Ja. Wenn er extrem dick ist, dann tut er mir sehr weh. Ja. Also richtig so Druckschmerzen? Das sind Spannungsschmerzen, einfach wieder von der Haut wieder spannt. Und, ja, einfach weil er dick ist, ist ein Schmerz, den man nicht richtig beschreiben kann. Aber tut es das weh? Ja.
Frau Heuter, jetzt wollen wir natürlich wissen, für was sind eigentlich die Lymphgefäße und auch die Lymphknoten? Wir haben eine Grafik dazu. Ja, also das Lymphgefäßsystem, das bildet wie das Blutgefäßsystem ein Gefäßsystem eben. Und die Aufgabe ist der Abtransport von der Gewebflüssigkeit oder Lymphe. Ja. Und die Lymphknoten, die sind als Filterstationen eingebaut in das Lymphgefäßsystem und gehören zum Abwehrsystem, zum Immunsystem des Körpers. Mhm. Und wenn es zu einer so einer Stauung von Flüssigkeit kommt und man nichts machen will, was ist denn? Dann wird der Stau immer schlimmer, der Arm, das Bein immer dicker, es kommt zu Hautschäden, es kommt zu Folgeschäden, es kommt von mir zu Infekt, zur Belastung der Gelenke. Also es ist gar nicht gut, man muss rechtzeitig, frühzeitig das behandeln. Und es ist noch eine komplexe Behandlung, das werden wir jetzt genau anschauen. Wir haben eine Grafik auch dazu, wie gehen Sie da vor? Also die Behandlung die gliedert sich grundsätzlich in zwei Phasen, in die Intensivphase und in einer Haltungs- oder Optimierungsphase. Die Intensivphase die geht in der Regel 1 bis 3 Wochen, beinhaltet eine manuelle Lymphdrainage und Kompression durch Bandagen. Wenn dann das Volumen so weit abgenommen hat, dass so ein Steady State eintrifft, dann wechselt man in der Haltungsphase, die in der Regel alleinige Kompression beinhaltet und man dann fliessend eben auf Kompressionsstrümpfe oder Strumpfhosen Masse angefertigt und beim Lymphödem Flachstrickhart umstellt. Mhm. Sie haben es erwähnt, es braucht auch eine Lymphdrainage. Und wie die funktioniert, schauen wir uns jetzt gerade an. Die Lymphdrainage ist eine manuelle Technik, die das gesamte Lymphsystem zur vermehrten Aktivität anregt. Sie bewirkt, dass gestaute Lymphflüssigkeit aus ödematösem Gebiet in nicht betroffene Regionen des Körpers verschoben werden kann. Um zu beurteilen, ob und wie viel das Lymphödem seit der letzten Behandlung zu- oder abgenommen hat, misst die Physiotherapeutin Yvonne Schaller den Armumfang und führt eine Volumentabelle. Man fängt immer nicht dort, wo man das Ödem am meisten sieht, weil man muss ja zuerst den Weg frei machen, dass die Lymphflüssigkeit abfließen kann. Also tut man zuerst einen weiten Weg vom Ödem anfangen. Jetzt beim Fall von der Frau Vogt fängt man bei der Achselhöhle an. Zum Glück hat sie ja nicht alle Lymphknoten entfernt. Dann tut man die andere Achselhöhle behandeln und tut dann den ganz oberen Teil, den Brustkorb, versuchen zu leeren in die nicht betroffenen Teile. In der Seitenlage kann die Physiotherapeutin auch sehr gut die hinteren, etwas verhärteten Stellen am geschwollenen Arm bearbeiten. Durch das sollte der Weg frei werden für das Trainieren des Arms und der Hand, dass man die überflüssige Lymphflüssigkeit, die sich hier halt angesammelt hat, kann abtrainieren. Das Ziel ist, dass man dadurch das Ödem möglichst reduzieren kann, das Gewebe entlastet wird. Das sieht man manchmal auch an den Fältern, die es geben kann, dass an der Oberfläche die Lymphflüssigkeit abgenommen hat. Während der Intensivphase führt die Physiotherapeutin die Lymphdrainagenbehandlung in jeder Sitzung durch. Bis zum Zeitpunkt, wo die von ihr erwünschte Abnahme der Schwellungen eintritt. Dies ist in der Regel nach 2 Wochen der Fall. Damit die Reduktion nachhaltig ist, muss der Drainage zwingend eine Kompressionsbehandlung folgen. Frau Vogt, müssen Sie die Lymphdrainage immer noch machen? Und wenn ja, wie häufig? Ich mache sie meist 1-2 Mal im Jahr. Mhm. Können Sie sie auch selber machen? Nein, das kann ich nicht. Das müssen Sie wirklich machen, ja. Zur Therapeutin. Was bewirkt denn die Lymphdrainage und braucht es das ein Leben lang? Also die manuelle Lymphdrainage die bewirkt eine Volumenreduktion, man verschiebt die Lymphflüssigkeit. Ergänzend ist aber ganz wichtig die Kompressionsbehandlung, die in der Intensivphase mit der Bandage stattfindet. Und auch anschließend in der Haltungsphase ist eine Kompressionsbehandlung entscheidend. Und das Lymphödem, das ist ja nicht heilbar. Das heisst, es braucht es ein Leben lang? Ist eine chronische Krankheit, die ist nicht heilbar. Und es braucht Langzeit, eine ganz konsequente, aufwendige und häufig auch belastende Behandlung. Mhm. Sie haben es gerade erwähnt, es braucht auch eine Bandage oder ein Bandagieren in der Intensivphase. Und auch das schauen wir uns jetzt an.
Wenn man den Arm jetzt in dem Fall von der Frau Vogt einbandagiert, muss man zuerst gut die Hautpflege sicherstellen, weil das ist 24 Stunden unter einer Bandage die Haut belastet. Deshalb muss gut eingeremmt sein. Dann kommt ein Unterstrumpf direkt auf den Arm, weil eine direkte Kompressionsbandage verträgt sie nicht gut. Dann tut man die Finger bandagieren mit so kleinen Elastomol-Bandagen. Die brauchen nicht so viel Druck. Aber wenn man die leer lässt, ist die Gefahr, dass auch dort wieder dem ansteigt. Die nachfolgende Polsterwatterschicht hat zum Ziel, den Druck über die ganze Extremität gleichmäßig zu verteilen und zu verhindern, dass der Druck auf vorstehenden Knochenteilen zu stark wird. Wenn wir die Polsterwatte angelegt haben, dann kommt nachher Kompressionsbandage, das sind Kurzzugbinden. Das heisst, die haben nicht eine grosse Elastizität, damit sie eben den Druck halten. Und die tut man anlegen, auch den ganzen Arm drauf. Dabei muss der Druck von unten nach oben kontinuierlich abnehmen, damit der Rückfluss gefördert wird. Zum Schluss sorgen letzte Korrekturen dafür, dass der Verband nicht verrutscht. Patientinnen sollen und müssen selber lernen bandagieren, weil sie auch selber wollen und können die Bandagen wegnehmen und wieder Draht tun. Wir tun ja ihnen das während der Intensivphase lernen. Natürlich ist es hilfreich, wenn jemand einem hilft, aber man kann das gut selber machen. Frau Vogt, das Bandagieren, ist das schwierig? Können Sie das selber? Ich konnte es selber, ja, aber natürlich ist es ein bisschen schwierig, wenn man mit einer Hand das machen muss. Aber mir macht es immer mein Mann und der macht das fantastisch gut. Und so geht das funktioniert gut. Das seit Jahren sehr gut. Ja. Wie ist das eigentlich zur Nacht? Müssen Sie das auch tragen? Ich trage es immer nachts. Und ja, es ist halt heiß, vor allen Dingen im Sommer. Mhm. Der dicke Verband heiß, aber es bringt natürlich viel, wenn ich es nachts bandagiere, weil da geht noch mal ein richtiger Schub raus, sage ich jetzt einmal, ja. Jetzt die Geschichte oder die Kranken, die haben Sie jetzt schon seit 11 Jahren. Wird man da nicht auch ein bisschen nachlässig mit der Zeit, dass man denkt, ja komm, das brauche ich jetzt nicht so? Nein, das bin ich wirklich nie geworden, weil ich einfach sehe, dass ich Erfolg habe damit. Und darum mache ich das immer weiter. Mhm. Das Bandagieren ist eben auch wahnsinnig wichtig. Warum reicht jetzt ein Kompressionsstrumpf allein nicht? Also in der Intensivphase unterstützt das Bandagieren den Effekt der manuellen Lymphdrainage, dass die Lymphe sonst wieder auffüllen, es wieder nachfüllen. Da braucht es die Bandage wirklich, um das Volumen noch mehr zu reduzieren. Und wenn dann aber mal so weit eben ein gutes Volumen erreicht worden ist, dann langt dann gut angepasste Strumpf in der Regel. Es gibt aber Patienten wie Frau Vogt, die in der Nacht zusätzlich bandagieren müssen. Oder sie verschlechtert sich einmal, zum Beispiel durch warme Aussentemperaturen. Es fluktuiert auch häufig ein bisschen. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn Patienten zusätzlich eigenständig bandagieren können. Alternativ gibt es sonst noch einen Nachtstrumpf. Also vor allem an den Beinen ist das auch noch eine gute Möglichkeit. Genau, Sie sprechen es an, wir haben jetzt immer den Arm benannt, aber in den Beinen kann genau das Gleiche passieren. Was ist eigentlich dort die Ursache? Was sehen Sie da für Patienten? Auch Operationen im Beckenbereich, Unfälle, Frakturen, schwere Knieverletzungen, Bestrahlungen, Lymphknotenentfernungen im Rahmen eines Tumorleiden. Also es gibt ganz viele Ursachen. Und natürlich auch die primäre, die eine Anlagestörung ist. Genau, und das ist ein relativ häufiges Problem. Jetzt haben wir gesehen, Intensivphase, Erhaltungsphase, alles, was notwendig ist. Was ist denn daheim noch notwendig, Frau Reuter? Ganz wichtig ist, dass die Patientinnen langzeit konsequent ihre Kompressionsstrümpfe tragen. Wie wir mehrfach gesagt haben, jetzt heute schon vielleicht ergänzend bandagieren. Dann wichtig ist auch ein guter Hautschutz, also gute Hautpflege, das Vermeiden von Druckstellen, von Verletzungen. Weil halt eben die Infektgefahr stark erhöht ist. Es kann schwere Infekte geben, die das Lymphödem ihrerseits wieder verschlechtert. Dann sehr wichtig, wie Frau Vogt vorbildlich gezeigt hat, regelmäßig Bewegung, idealerweise Ausdauer und ganz gut halt im Wasser, weil das Wasser zusätzlich komprimiert. Mhm. Das ist also eine Fliesssache. Was sagen Sie jetzt aus Ihrer langjährigen Erfahrung als Schlussstatement quasi? Ja, schlussendlich möchte ich wirklich alle Mut machen und sagen, so machen. Weil ich sehe einfach trotzdem einen Erfolg, dass der Arm mehr oder weniger
gleich geblieben ist, wie er war. Und ich habe auch schon Schlimmere gesehen. Und darum ist mein Echo wirklich an alle, das intensiv machen und dranbleiben, weil es nützt etwas. Es ist wirklich, es ist ein Erfolg schlussendlich. Und dann ist das wert, wenn man das macht. Schön, dass Sie das machen und schön, dass Sie bei uns sind. Dankeschön vielmals, Frau Vogt. Und ganz herzlichen Dank für die Erläuterung, Frau Dr. Reuter. In der Schweiz gibt es etwa 10'000 Menschen, die ein sogenanntes Lymphödem haben. Und es lohnt sich also eine gute Abklärung. Und es gibt auch ein operatives Verfahren. Und das macht Frau Professor Nicole Lindenblatt. Um was geht es hier? Es gibt eigentlich zwei große Verfahren. Das eine sind Verbindungen zwischen Lymphgefäßen und abfließenden Gefäßen, sogenannten Venen. Und das andere sind Transplantationen, also Verpflanzungen von Lymphknoten von einer Region in eine andere. Eben. Ja. Und das macht dann, dass die Flüssigkeit abfließen kann nachher wieder. Jetzt arbeiten Sie ja hier unter einem Mikroskop mit ganz feinen Instrumenten und auch Fäden. Wir haben hier einen Vergleich. Also das ist jetzt die feinste Nadel, die es so gibt auf dem Markt, mit dem Faden, der ist so 50 Mikrometer groß, im Vergleich zum Beispiel zu einem Streichholz. Mhm. Und damit arbeiten wir unter dem Mikroskop bis zu 40-facher Vergrößerung, um die Lymphgefäße zu sehen, weil die sind nicht groß. Also die sind 0,5 Millimeter bis maximal an 1 Millimeter groß, wenn überhaupt. Mhm. Muss man ganz präzise schaffen. Jetzt wollen wir wissen, wie Sie das machen, Frau Lindenblatt. Genau. Wir haben einen Einspieler dazu. Können Sie uns erklären, was da läuft? Also wir spritzen einen Farbstoff, der fluoreszierend ist, sodass wir die Lymphgefäße überhaupt sehen können durch die Haut mit einer speziellen Kamera, mit so einer Infrarotkamera, wie man hier sieht. Und da können wir auf dem Monitor eben die leuchtenden Lymphgefäße dann unter der Haut sehen und anzeichnen, damit wir dann hinterher an dem Arm der Patientin die gezielt aufsuchen können. Und die Operation findet komplett unter dem Mikroskop statt, dauert ungefähr 5 bis 6 Stunden. Und wir machen ungefähr 3 bis 6 Verbindungen pro Operation. Und das sind spezielle Instrumente, die man braucht, also sogenannte Supramikrochirurgie-Instrumente, die noch feiner sind als Mikrochirurgie-Instrumente. Das ist jetzt unter dem Mikroskop ein Schnitt durch die Haut, wo man sieht, dass es leicht blutet. Da müssen wir die kleinen Gefäße, Blutgefäße veröden, um die Blutung zu stillen. Darunter sieht man schon das Fettgewebe, was unter der Haut ist. Und dort suchen wir dann mit der Schere die Lymphgefäße unter dem Mikroskop. Die leuchten, wie wir vorher gesehen haben. Das heißt, wir gehen dann in diesen Modus, wo wir die sehen können, auch unter dem Fluoreszenzmikroskop. Und den gleichen Ausschnitt sehen wir jetzt noch mal unter dem Lichtmikroskop. Also so sehen die dann in echt aus, die Lymphgefäße. Das sind einfach weiße, feine Strukturen. Und die können wir dann so anschlingen mit einer Folie, dass wir die auch wiederfinden. Und suchen dann nach einem abführenden Blutgefäß, einer sogenannten Vene, zum Beispiel das, was wir da sehen. Sodass wir wie eine Kurzschlussverbindung eigentlich am Arm schon machen und das gleich ins Venensystem ableiten, die Lymphe, die sonst ja erst weiter oben abfließen würde. Und so sieht das dann aus. Die Vene wird durchtrennt und daran nähen wir dann ein Lymphgefäß zum Beispiel an, wie man hier sieht. Das ist unter bis zu 40-facher Vergrößerung, also sehr fein, mit sehr feinen Fäden und verbinden die. Und letztendlich haben wir dann eben die Vene, wie man hier rechts sieht, also das, was so ein bisschen weniger glitzert, und links ist das feine Lymphgefäß, was immer diese typische Farbe hat, die da verbunden sind und wo praktisch die Lymphe dann abfließen kann in das Venensystem. Also es ist eine Präzisionsarbeit. Sie müssen eine geduldige Frau sein. Mhm. Ja, also muss man haben. Und Sie nähen quasi um die Gefäße herum und innen müssen Sie ja noch Platz haben, damit die Flüssigkeit kann fließen. Ist das ein kritischer Punkt? Das ist kritisch, das ist ja auch wichtig, das ist das Wichtigste eigentlich. Und das kann man aber prüfen, entweder weil Blut zurückfließt oder weil eben dieser Fluoreszenzfarbstoff abfließt. Man sieht dann, ob das durchgängig ist oder nicht. Für welche Patienten kommt denn das in Frage? Die Patienten müssen auf jeden Fall die konservative Therapie adäquat durchführen und dort angebunden sein. Diese lymphovenösen Anastomosen kommen dann eventuell eher in früheren Stadien in Frage. Wenn das wären die Verbindungen? Genau, diese Verbindungen, wenn praktisch noch nicht so viel Fettgewebe sich abgelagert hat, um einfach die Flüssigkeit besser abzuleiten, fast schon präventiv, dass sich das gar nicht erst bildet. Und diese Lymphknotentransplantationen eher bei Patienten, wo jetzt Lymphknoten entfernt wurden zum Beispiel oder auch in späteren Stadien. Mhm. Weil, ja. Jetzt könnte man da denken, nachher ist alles gut, aber es ist doch nicht alles ganz so gut. Was sind die Resultate?
Ja, also fast alle Patienten brauchen hinterher auch noch Kompressionswäsche. Allerdings kann man die Klasse reduzieren manchmal oder man muss weniger oft Intensivphasen machen. Fast alle Patienten sagen, dass die Beschwerden besser sind, dieses Spannungsgefühl, das Stauungsgefühl, auch also objektiv ist das Gewebe deutlich weicher. Und auch viele Patienten haben eine Umfangsreduzierung. Und das kann von bis gehen. Also das kann von 10% bis maximal so 40% jetzt in den neuesten Studien gehen, dass der Umfang abnimmt von der Frau Dr. Reuter hat das vorher gesagt, mit der Zeit kommt es auch zu Verhärtungen und sogar auch Fettablagerungen. Ist es denn auch sinnvoll, so das Fett auch noch wegzunehmen? Ja, also das machen wir dann als sekundären Eingriff nach diesem rekonstruktiven Verfahren, wo wir erstmal also die Flüssigkeit trainieren, würden wir im zweiten Eingriff Fett absaugen. Also das kann man zusätzlich machen, um einfach noch die Fettablagerung zu reduzieren und auch nochmal den Umfang der Extremität noch zu reduzieren. Wie ist das eigentlich langfristig? Verheben die Verbindungen oder gibt es da zum Teil Verstopfungen oder Verengungen? Ja, also es ist nicht so einfach zu überprüfen mit den gängigen Mitteln, aber wir wissen einfach klinisch von den Ergebnissen, dass die Patienten eigentlich ein langanhaltendes Resultat haben. Also, dass das, wenn das einmal funktioniert hat, in dem Sinne auch so bleibt. Könnten Sie sich vorstellen, dass ganz, ganz langfristig man das einmal so kann, wirklich auch lösen und heilen? Ja, also das wäre das Ziel. Das wäre unser Wunsch natürlich. Oder dass wir es sogar auch sehr gut präventiv schon machen können, dass wir gar nicht erst dazu kommt, dass sich so ein Lymphödem entwickelt, zum Beispiel nach Operationen. Das wird auch schon teilweise gemacht. Also. Dankeschön vielmals, dass Sie sich so engagieren, dass Sie bei uns sind. Und für Sie haben wir jetzt auf der Webseite noch verschiedenste Informationen bereitgestellt, damit Sie noch mehr können lesen über das sogenannte Lymphödem. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich zum Ohrenputzen. Da machen ganz viele Leute etwas falsch. Und andere brauchen richtig kreative Methoden, wie die der Apotheker Stefan Haller gerade zeigen wird. Haben Sie auch schon telefoniert mit Ihrer Dusche? Ich zeige Ihnen, wieso. Wir sind hier in der Top-Pharma-Apotheke Gellert in Basel, eine Quartierapotheke mit Drive-In. Ohrreinigen sollte man eigentlich so wenig wie möglich. Wir haben im Ohr eine automatische Reinigungsanlage. Wenn das unser Ohr ist, das ist hier zu und das ist hier Muschel. Hier innen bildet sich Talg, das wandert langsam führen und das vermischt sich mit Staub und so weiter. Das wird zu Ohrenschmalz. Und das müssen wir nur hier vorne ein bisschen reinigen. Das ist alles. Man kann sehr viel falsch machen, wenn Sie mit einem Wattestäbchen den Schmalz reindrücken und den richtigen Pfropfen machen. Dann haben Sie etwas falsch gemacht. Dann müssen wir das wieder rauskriegen. Wenn wir so einen Pfropfen haben, dann können wir Ohrentropfen nehmen, die den Schmalz auflösen, die ein bisschen wie eine Seife wirken. Das tut man hier ins Ohr reinträufeln, wartet 2-3 Stunden und dann kann man mit der Dusche telefonieren und schon ist das weg. Als Tipp: Für jemanden, der viel geht, schwimmen oder tauchen, dann schützen Taucherohrentropfen vor Infektionen. Ein paar Tropfen nach jedem Tauchgang und die Bakterien haben keine Chance mehr, Unheil zu verrichten. Und was nehmen Sie aus der heutigen Sendung mit? Bei Lymphödem, also geschwollenen Armen oder Beinen, braucht es eine Entstauungstherapie. Und wissen müssen Sie, die Lymphdrainage allein, die reicht nicht. Es braucht immer auch einen Kompressionsstrumpf. Und das war's gesehen für heute. Machen Sie es gut und ade miteinander. Unsere Schweizer Politiker hören und sehen sie fast täglich. Nur, wie steht es mit ihrer Gesundheit? Wir haben nachgeforscht. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Viogy, mehr als Labormedizin.